Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger erwiderten: Einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Da antwortete Petrus: Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. I want people to understand the reality of the story. I want them to be taken through an experience. I want them to feel. But this is the ultimate hero story for all mankind. He suffered, died, and he still won. So like he came back to say, look, see, I told you I could do this. Entscheidend ist vielmehr Folgendes. Wer Jesus ist, das lässt sich nur auf zweierlei Art erkennen. Einmal, indem wir genau hinhören, was er selbst von sich sagt. Und zum anderen brauchen wir, genauso wie Petrus, eine göttliche Erkenntnis, eine göttliche Einsicht und Hilfe, um ihn wirklich zu erkennen. Beides gehört zusammen und beides ist notwendig, um herauszubekommen, wer ist dieser Jesus wirklich. Es genügt nicht, dass ich mir irgendeine schöne Meinung bilde über Jesus oder einfach nur übernehme, was man mir erzählt hat in dieser oder jener Tradition. Wichtig ist, diesem Jesus selber auf die Spur zu kommen, ihm selber zu begegnen, indem ich mich ihm aussetze, indem ich mich auf das beziehe, was er selber über sich gesagt hat. Und dann liegt es an uns, Gott zu bitten, dass er uns durch den Heiligen Geist das auch in unserem Herzen offenbart und aufzeigt, diese Erkenntnis schenkt, sodass es mir wie Schuppen von den Augen fällt und ich sehen kann, wer Jesus wirklich ist. Mel Gibson wollte erreichen, dass die Christen aufwachen und erkennen, dass ein Kreuz eben nicht ein netter Wohnzimmer-Deko-Gegenstand ist, sondern dass es die Botschaft der Erlösung ist und welchen Preis diese Erlösung Gottes Sohn gekostet hat. This film is about forgiveness, it's about love and it's about sacrifice. That's what it's about. Begost ja min hand. Die Naschat, Kahil Mahir Mumbal, Likul Hatta. Prakasayan Nafshi Adonai. Prakasiti. Bedankt. Ja, einen Film oder das Werk Gottes erkennt man ja an seinen Früchten. Und wenn die Früchte gut sind, dann ist auch die Quelle der Inspiration gut. Und eine der Früchte zu diesem Film hat sich schon während der Dreharbeiten zugetragen. Viele Mitglieder der Crew haben während der Dreharbeiten zum Glauben gefunden. Allen voran ein Agnostiker, der sich mit seiner ganzen Familie hat taufen lassen. Und der eine Rolle in dem Film gespielt hat. Und das ist die Ironie des... Also irgendwie kommt da für mich zum Ausdruck, Gott möchte uns was sagen. Dieser Schauspieler hat die Rolle, das ist Luca Lionello, der hat die Rolle des Judas gespielt. Und genau der hat sich bekehrt mit seiner ganzen Familie und taufen lassen. بشنات ربانا يهودا أهل بارناش بن الشاك
Was hat Jesus wirklich über sich selbst gesagt? Drei Hinweise sollen genügen. Erstens, im Mittelpunkt seiner Lehre stand er selbst. Die meisten religiösen Lehrer der Menschheit, zumindest die Großen unter ihnen, weisen von sich selbst weg auf Gott. Wenn Jesus auf Gott verwies, dann verwies er gleichzeitig auf sich selbst. Nur durch die Beziehung zu ihm, sagte er, könnten wir Gott begegnen. In jedem menschlichen Herzen ist ein Hunger. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich stille den Hunger in jedem Herz. Viele leben heute in Dunkelheit, in Depression, in Enttäuschung. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Dunkelheit leben, sondern wird das Licht des Lebens haben. Andere haben gesagt, hier ist der Weg, hier ist die Wahrheit, hier ist das Leben. Jesus aber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also der erste Hinweis, dass Jesus Gott war, ist der, dass im Mittelpunkt seiner Lehre er selbst steht. Der zweite Hinweis ist sein indirekter Anspruch. Unter Bibelwissenschaftlern herrscht Übereinstimmung darin, dass der historische Jesus mit einem unerhörten Anspruch göttlicher Autorität aufgetreten ist. Jesus hat erklärt, dass mit seiner Person das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes angebrochen war, und er untermauerte das durch einen Dienst von Heilungen, Dämonenaustreibungen und Wundern. Als Jesus den Anspruch erhoben hat, Menschen, die anderen gegenüber gesündigt hatten, zu vergeben, da hat man in der Gotteslästerung angeklagt. Die damaligen Schriftgelehrten sagten, wer außer Gott kann den Sünden vergeben? Der kann doch nicht den seine Sünden vergeben. Der ist auch nicht mehr betroffen, der ist auch nicht mehr beleidigt worden. Warum vergibt der dem seine Sünden? Weil er Gott ist. Weil durch seine Sünde Gott und Jesus beleidigt wurde. Und darum hat er einen Grund. Jesus hat diese Autorität beansprucht. Er beanspruchte außerdem, der Richter der ganzen Welt zu sein. Er sagte, einmal wird die ganze Menschheit vor mir stehen und ich werde sie an jenem Tag richten. Die Schafe werden von den Böcken getrennt und das Kriterium wird sein, wie Menschen in diesem Leben auf mich reagiert haben. Und die dritte Art von Hinweisen sind seine direkten Ansprüche. Er beanspruchte, der Messias zu sein, der Sohn Gottes. Bei seinem Prozess wurde er gefragt, das sieht man auch so schön im Film, bist du der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes? Und Jesus entgegnete, ich bin es. Darauf zerriss der Hohepriester seine Kleider und meinte, wozu brauchen wir noch Zeugen? Das ist Gotteslästerung. Dieser Anspruch, der gleichbedeutend damit war, Gott zu sein, war in ihren Augen Gotteslästerung. Dafür wurde er verurteilt. Leithai, anastigai, lekaimar, yakirsagi, yakar, bidion, nashan. Leithai, anashkel, la, leithai. Papa, kulit kehu, henkehel, kostige ide mini, akken lakisvaar. Gott, ich weiß noch nicht einmal wirklich, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann bitte ich dich, zeige dich mir. Komm hinein in meine Gedanken, in meine Gefühle, in mein Herz. Und ich bitte dich, schenke du mir eine übernatürliche Einsicht und Erkenntnis, wer Jesus Christus wirklich ist. Amen.